Moin ihr Lieben, heute darf ich euch endlich etwas zeigen, worauf ich schon lange gewartet habe und worauf ich mich riesig gefreut habe. Mein Kanal Littera ist 7 Jahre alt und zu diesem magischen 7. Jahr, zu diesem magischen Jubiläum, wollte ich auch etwas ganz Besonderes machen, ein besonderes Video, und ich wollte mir auch irgendwas Besonderes gönnen. Ich habe immer schon Lust gehabt, für mich ein Intro zu machen, ein magisches Intro. Habe selbst ein bisschen rumprobiert, aber ja, hat meinen Ansprüchen irgendwie nicht genügt. Und dann habe ich halt überlegt, ja, vielleicht irgendjemanden zu beauftragen, der das für mich macht. Hatte aber so ein bisschen Sorge, dass das dann danach zu mir nicht passt oder irgendwie auch dann nicht mein Intro ist, dass ich da zu viel abgebe, und ja, ich möchte halt auch etwas von mir einfließen lassen. Und dann ist mir eingefallen, dass die liebe Jasmin vom Kanal Buchpflaume ja so etwas teilweise auch als Beruf macht, und deswegen habe ich sie einfach mal gefragt, ob ich sie vielleicht beauftragen kann, für mich ein Intro zu machen, und sie war auch sofort Feuer und Flamme. Und da sie auch der Fantastik sehr zugeneigt ist, konnte ich mir vom Stil her auch sehr gut vorstellen, dass das passen könnte. Und da wir ja auch persönlichen Kontakt schon hatten, habe ich auch mit der Zusammenarbeit gleich ein gutes Gefühl gehabt. Und ja, und heute darf ich euch endlich das fertige Intro präsentieren. Und ich bin sehr aufgeregt und hoffe, dass es euch auch so gut gefällt, denn ich bin ganz verliebt. Klar, es hat jetzt auch viel Arbeit in Anspruch genommen, hauptsächlich natürlich für Jasmin. Aber wir haben uns immer wieder zum Brainstorm, besonders am Anfang, getroffen. Und das fand ich eben so toll, dass ich wirklich meine eigenen Ideen, meine Vorstellungen einspielen lassen konnte. Sie hat mir immer wieder zwischendurch Updates gegeben in den verschiedenen Arbeitsschritten und mir gezeigt, was jetzt als nächstes dran ist. Sie hat natürlich auch ihre Erfahrungswerte mit einspielen lassen und ihre Kreativität natürlich auch. Aber es war halt, stand auf jeden Fall im Vordergrund, dass meine Ideen umgesetzt werden, und ich konnte halt auch meine Kreativität, auch wenn ich die Umsetzung, die Arbeit da nicht hatte, konnte ich halt meine Ideen auch einfließen lassen. Und ich konnte ihr sagen, was für eine Stimmung das Intro haben sollte und welche Elemente auf jeden Fall drin vorkommen sollen. Und dann haben wir uns in verschiedenen Terminen halt zusammengesetzt und überlegt, ja, wie das aussehen könnte, was animiert werden soll, was sich bewegen soll und welchen Stil das Ganze haben soll. Ja, also es war für mich natürlich auch das erste Mal, und da ich mich nicht so gut im Ganzen auskenne, habe ich mich auch auf Jasmin verlassen können. Und ja, es war auf jeden Fall sicherlich nicht immer einfach, alles so umzusetzen. Und man hatte natürlich so unglaublich viele Möglichkeiten. Alleine sich da zu entscheiden, war nicht so einfach. Aber ich hatte, ihr werdet es dann ja gleich sehen, ja, auf jeden Fall einige Elemente, die auf jeden Fall rein mussten. Und dann hatte ich auch so einige Ideen, wo Jasmin gleich drauf angesprungen ist und meinte, das ist eine tolle Idee, das kann ich bestimmt gut umsetzen. Und Problematiken und so weiter hat sie mir natürlich auch immer aufgezeigt. Ja, und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich zeige euch jetzt mein erstes Intro für diesen Kanal, was jetzt immer vor allen Videos eingeblendet wird. Und ja, ich kann es mir die ganze Zeit auf Dauerschleife angucken, weil ich es einfach so, so schön finde. Und ja, jetzt dürft ihr mal einen Blick drauf werfen. Ist es nicht einfach zauberhaft geworden? Also vielen lieben Dank an dich, Jasmin, für deine Mühe, für deine Arbeit, für deine Zeit, die du da investiert hast. Und ja, ich hatte ihr auf jeden Fall gesagt, dass es so was Magisches sein sollte, was Zauberhaftes, ein bisschen mystisch auch sein darf, ein bisschen skurril, aber halt nicht zu kitschig und auch nicht irgendwie, ja, zu lieblich. Und ja, wir haben natürlich über viele Motive gesprochen. Ich wollte auf jeden Fall, dass irgendwas mit einem Drachen drin vorkommt. Dieses viktorianische Haus hatte ich gleich als Setting auch toll gefunden. Und geflügelte Schlüssel, das wollte ich auf jeden Fall. Kennt ihr vielleicht auch mein Tattoo, den geflügelten Schlüssel hier. Das ist für mich einfach versinnbildlicht, das Geheimnisvolle, das Magische. Und halt auch ein bisschen Harry Potter, das wollte ich auf jeden Fall auch mit drin haben.
Und so einen großen, knorrigen Baum fand ich auch einfach versinnbildlich so ein bisschen, ja, das Fantastische, auch so ein bisschen die High Fantasy und das Haus, Spukhaus. Es sollte jetzt nicht zu Halloween-mäßig aussehen, sondern einfach auch ein bisschen, ja, geheimnisvoll. Und das, ja, versinnbildlich, dann könnte man sagen, vielleicht so ein bisschen die Schauerliteratur. Ja, also. Und wie man das denn alles miteinander verknüpft, da ist mir dann irgendwann eingefallen, dass man vielleicht anstatt einen gesamten Drachen einfach nur ein Drachenauge nehmen kann und das dann eben als Fenster in das Haus setzen kann. Und das hat sie so unglaublich toll umgesetzt. Und ja, ich bin sehr, sehr glücklich. Auch die Farben, da musste man ja immer wieder ein bisschen gucken, was passt, was sieht gut aus. Und ja, was ist denn überhaupt im Hintergrund, was soll sich bewegen? Und ich bin, als ich das gestern das erste Mal so im Gesamtkonzept gesehen habe, war ich wirklich glücklich. Dann kam ja auch noch die Musik dazu. Da hatte Jasmin mir auch zwei Versionen geschickt. Da musste ich mich dann noch mal entscheiden. Und ja, da haben die lieben Mädels aus meinem Buchclub All You Can Read mich unterstützt bei der Entscheidung. Und ich hatte schon einen kleinen Favorit, aber sie haben mich da noch mal bestärkt, dass das tatsächlich die richtige Version ist. Und deswegen habe ich mich jetzt für diese entschieden. Ja, also irgendwie total aufregend und total schön und von der Stimmung her passt es einfach und ich glaube, das bin ich und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass es mein Intro ist, obwohl natürlich Jasmin diejenige war, die die Arbeit gemacht hat, habe ich wirklich das Gefühl, das passt zu meinem Kanal und ich habe auch, wie gesagt, ein bisschen von meinem Herzblut, von meinen Ideen, von meiner Kreativität auch was einfließen lassen, weil ich eben bei dem Prozess besonders am Anfang in der Ideenfindung wirklich auch involviert war. Ja, ich werde Jasmins Buchkanal sowie auch ihren ja, Kunstkanal, ihren Arbeitskanal, sage ich jetzt einfach mal, in der Infobox verlinken, ihren Instagram-Kanal. Und dann könnt ihr gerne mal schauen, wie so ihr Stil ist, wie so ihre Bilder sind, die sie zeichnet. Wirklich sehr, sehr interessanter, skurriler Stil, finde ich, und eben auch immer so ein bisschen fantastisch. Ja, ich bin zufrieden, vollends, und finde, das passt jetzt sehr gut zum magischen siebten Jahr. Und ich glaube, das wird meine Videos noch ein bisschen mehr bereichern. Und ja, hoffe, ihr genießt das. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob ihr das Intro passend findet zum Kanal. Und ob ihr überhaupt Intros braucht oder Intros mögt. Mir war es auch wichtig, dass das nicht zu lang wird, aber trotzdem ein bisschen auch Atmosphäre rüberbringt. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt oder wir haben jetzt, Jasmin und ich, ein gutes Mittel gefunden. Eine gute Mitte zwischen nicht zu kurz und nicht zu lang. So wie es mir gefällt. Und ja, mal gucken, wie ich es denn einbinden werde in das Video. Das werdet ihr dann ja zukünftig sehen und ich freue mich auf eure Meinung. Und jetzt, ja, ich würde sagen, weil es so schön ist zum Ausklingen, zeige ich euch das Intro noch einmal. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao.